die Familie der 5 und 6 Modelle von Sinn. Vorgestellt in dem Video hier oben habe ich sie schon. Heute soll es um ein besonderes Modell gehen. Ein Modell, was ich persönlich saulässig finde und unglaublich universell einsetzbar. Das ist das Modell 556 IB mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ich möchte heute die 556 vorstellen, von der ich persönlich glaube, sie ist die lässigste Uhr, die Sinn im Portfolio hat, die einfach zu allem passt. Sie passt zum Anzug ins Büro, sie passt zu kurzen Hose am Strand, sie passt zu Jeans und Polo, sie passt zum Grillen, ich kann sie auf dem Oktoberfest im Bierzelt anziehen. Die Uhr ist einfach nie deplatziert. Und das finde ich unglaublich klasse und habe eine wahnsinnige Freude an der Uhr. Und das möchte ich euch jetzt im Video anhand von bewegten Bildern zeigen. Das hier ist in meinen Augen die coolste 556, wenn nicht sogar die coolste Sinn überhaupt. Die 556 IB mit dem blauen Sonnenschliffziffernblatt. Wie ihr sehen könnt, wechselt die Farbe von ganz, ganz dunkel bis fast schwarz hin zu Blau und Auberginentönen. Ich finde die Uhr wahnsinnig gelungen und ich liebe sie einfach über alles. Völlig egal, ob zum Grillen mit den Nachbarn, im Bierzelt, am Strand. Diese Uhr ist nie deplatziert und passt einfach immer. Wie bei anderen Sonnenschliffmodellen auch, sind die Indizes aufgesetzt und nicht nur bedruckt. Die Zeiger sind in Metall gefasst und mit Leuchtmasse gefüllt. Und es gibt kein Datum, was dieses wunderschöne Ziffernblatt zerstört oder auch das Spiel mit den Farben unterbrechen würde. Extrem gelungen. Dazu kommt noch, dass auch dieses Modell an verschiedenen Bändern eine sehr, sehr gute Figur macht. Ich werde euch das gleich im Video noch genauer zeigen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, dass ich diese Uhr einfach saulässig finde. Sie ist absolut ein Knaller von der Farbe her. Sie trägt sich ebenfalls unglaublich toll an dem fünfgliedrigen oder feingliedrigen Band von Sinn. Auch wenn dieses leider keine Feinverstellung hat, so hat es doch längere und kürzere Glieder, wie man hier, glaube ich, ganz gut sehen kann, sodass man mit ein bisschen Spielerei in jedem Fall seine ideale Länge findet. Diese Uhr ist ein absoluter Knaller, was die Möglichkeiten betrifft, mit Bändern zu spielen. An einer anderen Uhr hatte ich das Band schon einmal gezeigt und fand, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. An dieser Uhr finde ich dieses Piratenband einen wahnsinnigen Hingucker. Und dadurch, dass die Uhr so schön funkelt und changiert, kann sie sich auch prima gegen das Band behaupten. Ein herrlicher Kontrast zwischen einem eher Dress-Down-Band und einer wirklich tollen Uhr. Ich mag das unglaublich gerne, aber ich weiß natürlich, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass ich ein Faible für die Eulite-Bänder habe. Hier habe ich ein Split Eulite in Blau, was die Uhr zu einer wunderbar geeigneten Sommeruhr macht, die auch wenn sie nass war, am Arm schnell trocknet und keinerlei Probleme macht, sich angenehm trägt, den Arm gut durchlüftet, aber natürlich nicht wirklich für feine Gelegenheiten taugt. Wenn es etwas feiner zugehen soll, würde ich dieses Modell tatsächlich an einem mittelbraunen Lederband tragen und habe eine Uhr, die wirklich auffällt, aber nicht schreiend laut ist. Insofern eine Uhr, die ich so in dieser Zusammenstellung wirklich zu jeder Gelegenheit
immer und überall tragen würde. Da es sich aber nicht um ein Hirsch Performance Band handelt, ist diese Kombination leider nicht wasserfest. Ein dunkleres Band an der Uhr funktioniert auch. Dadurch wird die Uhr noch etwas dezenter, etwas zurückhaltender, aber das funkelnde Blau des Ziffernblattes wird immer für eine gewisse Aufmerksamkeit sorgen. Eine tolle Uhr, die in meinen Augen etwas variabler ist als die Jubiläumsuhr mit dem grauen Ziffernblatt, weil hier nach meinem Geschmack einfach mehr Bänder dran passen.